Shalom Leute, hier ist mal wieder euer dunkler Magier und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Assassin's Creed Revelations. Wir wollen diesmal anfangs auch keine Zeit verlieren und fangen auch sofort an. Den ganzen formellen Quatsch und weitere Infos werde ich euch dann im Verlauf des Videos verklickern. So, und insofern los geht's. Ich würde mal jetzt ganz dreist behaupten, dass wir den Story-Modus spielen werden. Und wir erstellen uns eine neue Sitzung, die nennen wir nicht Desmond, das wäre langweilig. Die nennen wir einfach Dark, denn ich bin ja der Dark Magician 31. Und los geht's. Wir können ihn für ein paar Tage so lassen, eine Woche vielleicht. Ruf an, sag ihnen, wir sind auf dem Weg. Sobald die Luft rein ist. Desmond Miles. Wie schnell sich dein Leben doch verändert hat. Vor 2 Monaten warst du noch Barkeeper für Banker und Promis. Sieh dich jetzt an. Du bist Assassine. Einer von uns. Einer von den Guten. Ist doch nett. Männer und Frauen, die ihr Leben dem Schutz der Menschheit und ihrer Freiheit widmen. Anders als die Templer. Kalte und berechnete Autokraten, machtbesessene Ordnungsfanatiker. Wir tun unser Bestes, um sie zu stoppen. Ja, unser Bestes. Aber das weißt du alles noch, oder? Du weißt vom Animus dieser Maschine, mit der wir Erinnerungen aus dem Leben unserer Vorfahren finden und nacherleben. Erst warst du Altair, ein stoischer Assassine des 12. Jahrhunderts im Heiligen Land. Dann warst du Ezio Auditore, ein reicher Italiener mit Charisma und einem Talent für Rache. Also, was habt ihr drei gemeinsam? Stimmt, den Ebenapfel. Dieses seltsame Artefakt von diesem Volk. Denen, die vor uns kamen. Du kennst die Macht des Apfels. Du hast es selbst gefühlt. Das war cool. Oder Desmond? Aber das wird sich bald ändern. Dein Verstand zerstreut sich, zerfällt in kleine Stücke. Und wenn du nicht bald aufwachst, dann löst du dich auf. Für immer. Okay, ich habe das Überwachungsprogramm des Animus beendet, um Speicher freizugeben. Aber auch so bleibt es riskant. Desmond, geht's gut. Die Partition funktioniert, der Animus ist stabil und alle seine Werte sind gut. Fürs Erste. Aber das Ding wurde gebaut, um Erinnerungen nachzuerleben, nicht um kognitive Prozesse zu simulieren. Der Animus erfüllt seinen Zweck und Desmond erledigt den Rest. Nun, das war jetzt eine schöne Zusammenfassung, die wir hier bekommen haben. Jetzt befinden wir uns in einem schönen Ladebildschirm. Was ist los? Hallo? Gut, und wenn ihr erlaubt, mache ich mal kurz auch eine eigene, ja, Zusammenfassung des bereits Geschehenen. Und zwar, im ersten Teil wurde der Desmond von den Templern gefangen genommen, musste für die in den Animus steigen, um Informationen zu beschaffen. Danach wurde er von einer Templer-Mitarbeiterin, die eigentlich eine Assassinin war, entführt. Und im zweiten Teil hat er dann mit ihr sozusagen seine Abenteuer als Ezio bestritten. Dann in Brotherhood haben sie den Eden-Apfel gefunden. Der Desmond wurde vom Apfel kontrolliert, hat die liebe Freundin da erstochen. Sie hieß, glaube ich, Lucy oder so. Und jetzt ist sein Verstand anscheinend instabil geworden und er musste in den Animus gesteckt werden, damit seine Gedanken, ja, vereint werden. Was auch immer. Worum es sich hierbei genau handelt, wenn wir gleich rausfinden, setzen wir noch kurz die Kopfhörer auf und los geht's.
Aber wir sind hier, wie gesagt, erstmal im Animus. Denn in der echten Welt gibt es keine schwimmenden Asphaltblöcke. Und los. Oh. Ignoriere mich doch einfach. 16? 16. Oh, du kennst nicht mal meinen Namen? Oh Gott, verdammt, ich bin noch im Animus? Oh, das hat er aber schnell gemerkt. Du hast ganz schön was mitgemacht. Rebecca, hol mich raus hier. Die können nichts tun, Desmond. Du bist ein gebrochener Mann. Dein Verstand ist gebrochen. Gebrochen? Mir geht's gut. Dachte ich auch. Und sieh mich jetzt an. Reden wir, Kumpel. Komm mit mir. Wo sind wir hier? Ist hübsch, oder? Wir sind tief im Animus. In der alten Testroutine. Keine Erinnerung, nur einfache Physik. Wettersimulation. Hallo Welt! Ein Glück, dass jemand die Idee hatte, dich hier reinzustecken. Das hat dich gerettet. Wovor gerettet? Eigentlich müsstest du sabbernd in der Geschlossenen sitzen und den Kopf gegen die Wand hauen. Im Moment hält dich der Animus zusammen. Und deine Vorfahren davon ab, dich endgültig ins Chaos zu stürzen. Aber wenn du keinen Sync-Knoten findest, werden all diese Persönlichkeiten kollabieren. Das wird nicht schön. Ein Sync-Knoten? Dazu komme ich noch. Moment. Da. Dieses Ding ist dein Ausgang. Du willst mich verarschen. Das Problem ist, dein Hirn ist Brei. Zu viele Personen und Stimmen für einen Kopf. Also, was kannst du tun? Du kriechst zurück in die gespeicherten Daten, suchst unvollendete Erinnerungen und dann knackst du sie auf. Beende, was du angefangen hast, bis dein Vorfahr dir nichts mehr zu zeigen hat. Das ist ein Sync-Knoten. Wenn du ihn findest, kann der Animus Desmond von Ezio und Altair isolieren und dich nach Hause schicken. In deinen Körper. Woher weißt du das alles? Weil es mir auch passiert ist. Nur mein Körper ist schon Wurmfutter. Ich stecke hier fest. Ein Wort der Warnung. Wenn du da durchgehst, verändert sich alles. Nichts ist mehr normal. Noch hast du die Kontrolle. Es liegt an dir, einen Ausweg zu finden. Gut. Wenn du schnell bist, schaffst du es vielleicht noch zu Lucys Beerdigung. Was? Tja, hatte ich recht. Die liebe Dame hieß Lucy. Ich dachte, du weißt es. Und woher weiß Subjekt 16 das? Oh Gott. Es tut mir so leid. Ich war es nicht. Ich war es nicht. Es war diese Stimme. Juno. Sie kontrollierte mich. Sie zwang mich. Was mache ich hier? Was habe ich getan? Ja, da tut der liebe Desmond einem schon ein bisschen leid. Subjekt 16 ist übrigens auch kein Unbekannter. Im Verlauf der letzten Assassin's Creed Spiele ist sein Name des Öfteren mal gefallen. Er war sozusagen unser Vorgänger, der leider jetzt... Sean. Oh, wer spricht denn da? Sean, was ist los? Ui. Lass mich mit ihm reden. Hast du... Moment, ich leg dich auf Lautsprecher. Sean, William hier. Ist alles erledigt worden? Ah, euch auch einen guten Tag. Um Himmels Willen, Leute, zeigt etwas Anstand. Ja gut, beruhig dich. Oh, na super. Ja, Lucy ist tot und ich soll tun, als wäre Ostersonntag, was? Wie geht's Desmond eigentlich? Schläft er noch? Genug schon. Und wenn er ein Templer ist, Bill? Hm? Wenn er programmiert wurde? Das ist schon mal passiert. Nein, nicht Desmond. Klar, wenn du das sagst. Sean. So, das waren die lieben Herren von außerhalb. Und wie gesagt, Subjekt 16 war sozusagen mein Vorgänger. Er ist hier nun leider für immer gefangen. Da tut mir schon ein bisschen leid, weil sein Körper ist ja nun mal jetzt vergammelt, weil niemand seinen Verstand rechtzeitig wieder reingeholt hat. Aber bei uns besteht noch eine Chance. Das Problem ist halt, soweit ich das verstanden habe, dass unsere Gedanken mit den Gedanken unserer Vorfahren vermischt wurden. Und damit unsere Gedanken in unseren Körper zurückkehren können, also den Körper von Desmond, müssen wir jetzt da rein und sie isolieren. Und das machen wir jetzt auch. Bots, Kowanga und so weiter und so fort. Ubisoft präsentiert. Na?
eine Produktion, nein, ein Spiel von, lass mich raten, Ubisoft. Oh mein Gott. Ubisoft Montreal ist eigentlich auch das einzige Entwicklerstudio, was ich kenne von Ubisoft. Annecy kenne ich nicht. Bukarest ist eine Stadt. Aber das Studio kenne ich nicht. Ubisoft Massiv. Und Ubisoft Quebec. Und Ubisoft Singapur war auch dabei. Singapur meine ich. So, aber hoffentlich geht's hier mal langsam los. Cloud, meine geliebte Schwester. Ich war nun eine Woche in Akko. Sicher und voll Zuversicht. Und doch aufs Schlimmste gefasst. Die Männer und Frauen, die mir hier Nahrung und Obdach boten, warnten mich, dass der Weg nach Masyaf vor fremden Söldnern und Banditen nur so wimmelte. Was das bedeuten könnte, mag ich nicht zu denken. Als ich Rom vor 10 Monaten verließ, hatte ich nur eins im Sinn. Zu entdecken, was unser Vater nicht fand. In einem Brief, der 1 Jahr vor meiner Geburt geschrieben wurde, erwähnt er eine geheime Bibliothek unter der Burg Masyaf, ein Heiligtum, angefüllt mit unschätzbarem Wissen. Also was mag ich dort wohl vorfinden? Wer wird mich empfangen? Ein Trupp übereifriger Templer, meine schlimmste Befürchtung. Oder nichts als das Pfeifen eines kalten Windes. Masyaf hat seit nun fast 300 Jahren keine Assassinen mehr beherbergt. Können wir noch Anspruch auf die Burg erheben? Sind wir dort willkommen? Ach, ich bin das Kämpfen leid, Claudia. Nicht, weil ich müde bin, sondern weil sich unser Krieg nur in eine Richtung zu entwickeln scheint. Ins Chaos. Ich habe inzwischen mehr Fragen als Antworten. Und deshalb bin ich so weit gereist, um Klarheit zu finden. Um die Weisheiten des großen Altair zu finden. Und um den Sinn unseres Krieges besser zu verstehen. Und meinen Platz darin. Mann, ist das eine hässliche Hackfresse, der Glatzkopf. Sollte mir etwas zustoßen, Claudia, sollten meine Fähigkeiten unzureichend sein oder mein Ehrgeiz mich verführen, suche nicht in meinem Andenken nach Rache. Kämpfe, um die Suche nach der Wahrheit fortzusetzen, zum Wohle aller. Mein Leben ist nur eines unter Tausenden und die Welt wird es verkraften. Sollte es vorzeitig enden. Tja, da ist der liebe Ezio gerade dem Tod von der Schippe gesprungen, sprichwörtlich. Und bumm, was jedem anderen Mann die Knöchel gebrochen hätte, hat er natürlich überlebt. Und butz. Assassin's Creed Revelations. Revelations bedeutet im Übrigen Offenbarung. An alle, die es nicht wissen. Und schon hat sich schlagartig die Grafik geändert. Denn das, was wir soeben gesehen haben, war der Trailer von der E3 2011. Ich weiß noch, wie wir alle damals darauf abgefeiert haben, weil das war ein sehr schöner Trailer, wie ich finde. Die Musik war anders damals. Aber was soll's? Aber die Grafik so ist natürlich auch sehr schön. Das andere war halt cineastisch mit Schauspielern gedreht worden. Tabutz. Und da haben wir auch schon unseren ersten Gegner. Wir haben übrigens soeben gehört, dass der Ezio einen Brief an seine Schwester geschrieben hat. Das kann ich persönlich nicht so ganz nachvollziehen. Denn seine Schwester ist weder Assassine noch sonst jemand Bedeutendes. Sie hat eigentlich die ganze Zeit nur in der Kammer von dem Onkel gesessen. Und die Finanzen verwaltet. Also ist das jetzt nicht unbedingt ein Charakter, den man sich merken sollte. Und wir haben hier zum Glück unseren lieben Altair, der uns den Weg zeigt. Oh. Ach ja. Da haben wir unsere Waffen. Unsere versteckten Klingen. Ja gut, zumindest eine davon. Denn ja, die zweite ist ja kaputt gegangen in der Zwischensequenz. Unser schönes Schwert. Ja,
sei auch anzumerken, dass ich das Spiel schon länger nicht gespielt habe. Also allgemein Assassin's Creed meine ich. Und da kommt es mir eigentlich ganz gelegen, dass ich hier ein kleines Tutorial bekomme. Du kannst nicht fliehen. Wow. Komm. So, so war blocken, das weiß ich noch. Oh, das war ja mein brutaler Move. Komm. Mal hör mal auf jetzt damit, Ezio. Musst du nicht alles so hübsch machen. So, jetzt. Weil eigentlich wollte ich gerade was anderes ausprobieren. Und zwar haben sie seit Brotherhood eingeführt, dass man nicht nur blocken und zurückschlagen kann, sondern auch, wenn man jemanden getötet hat, sofort einen Folgeangriff machen kann, also eine Kette verknüpfen kann. Was auch sehr praktisch ist. Das habe ich jetzt leider nicht geschafft, weil der Angriff von Ezio durch den Kopf des Gegners zwar sehr hübsch war, aber leider ein bisschen zu lange gedauert hat. So. Und was ihr dann am Ende auch gesehen habt, am Ende des Angriffs, war eine Art Finishing Move. Das haben sie auch neu eingebaut. Seit, ich weiß nicht, wow, scheiße, nein. Oh, okay, das war mein Fehler. Tut mir leid. Hab aus Versehen die Taste ein bisschen falsch eingedrückt. Ja, das soll vorkommen. Na, lieber Ezio. Ja gut, so weit wurden wir jetzt nicht zurück teleportiert. Das machen wir jetzt mal ganz fix. Du entkommst uns nicht. Komm. Greif eine an. Gut, ja, jetzt geht's doch fix. Ja, und das waren jetzt die so immer erwähnten Folgeangriffe. Hat doch sehr schön geklappt. Und jetzt ballen wir uns, damit wir die verlorene Minute so schnell wie möglich wieder einholen können. Gott. Den Geist von Altair können wir leider nicht einholen, der ist einfach zu geistig. Aber ja, 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 wir sind, oh, wir waren doch gerade vor ihm. Ich glaube, das ist so programmiert, dass wir ihn nicht überholen. Schade. So. Schöne, verschneite Gegend hier. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass die Programmierer schlecht sind und so viel Schnee eingebaut haben, damit die schlechte Grafik verschleiert wird. Das war ja letztens bei I Am Alive so, dass da alles voller Sand war. Aber ich weiß es zum Glück besser. Das Spiel ist wunderschön. Das Ganze hier trägt nur zur Atmosphäre bei. So, hier hoch. Alles klar. Und dann hier lang. Na? Ein Attentat vom Vorsprung. Ja, früher war hier noch eine Wand. Jetzt nicht mehr. Deswegen konnten wir den lieben Kollegen runterschubsen. Na, wo ist er gelandet? Da liegt er. So, und weiter geht die Reise. Tja, der liebe Altair hat es ohne die Drehscheibe geschafft. Wir können leider nicht wie Geister fliegen. So. Den hier messen wir einfach von hinten. Und weiter geht's hoch. Wo lang? Da lang. Nein. Wow. Ich bin mit der Richtungstaste nicht so. Nee, ich will das mit dem Sprung nochmal schaffen. So. Okay. Und so. Genau. Alles klar. Muss ich halt noch wieder ein bisschen üben. Und ansonsten diese ganzen Richtungen und so weiter, ich schaue mich hier mal kurz um, muss ich später ja selber finden. Wir werden ja nicht immer einen Geist haben, der uns sagt, wo lang man muss. Aber das wird, glaube ich, unser geringstes Problem sein. Tja, hier gibt's nichts, aber wir müssen ja auch hier hin. So, na? Ja, ist ja hoch. Ich würde da jetzt nicht sonderlich runterspringen. Aber er hat gerade sehr vertrauenswürdig genickt, schubst den Vogel runter und springt hinterher. Okay. Oh, da war Wasser. Gut zu wissen. Woher wusste er, das wäre die Frage? Vielleicht wäre er einfach nur Stein gewesen und er wäre auf dem Stein gelandet. Und natürlich ist hier eine Wache. Und zwar eigentlich dort, wo man nur hinkommt, wenn man einen Steinvogel gegen die Wand wirft. Aber natürlich hat hier eine Wache gesessen. Gut. Wir müssen jetzt weiter. Sind hier runtergesprungen und müssen hier weiterlaufen. Alles klar. So, da haben wir ein paar Ziele zum Töten. Das machen wir auch noch fix. Kabutz. Oh, wurde entdeckt. Schade. Ah, Jungs. Na gut, ein bisschen blocken.
Wow, in den Kopf. Ja gut, sie haben das Spiel damals schon ein bisschen brutalisiert im Gegensatz zu den Vorgängern. So, und da haben wir auch schon unser Ziel. Hallihallo. Ah, oh, der hässliche Glubschaugen. Bitte, mein Gott. Ich habe ist der hässlich. Welche Arbeit verrichtet ihr? Meistens graben. Es dauerte ein Jahr, diese Kammer zu finden. Und seit gut 3 Monaten versuche ich, diese Tür zu durchbrechen. Ihr seid noch nicht weit gekommen. Ich hinterlasse keinen Kratzer. Dieser Stein ist härter als Stahl. Das wird nichts werden. Diese Tür wacht über Schätze weit wertvoller als alles Gold der Welt. Ah, ihr meint Edelstein. Genau das. Das sind Schlüssellöcher. Wo sind die Schlüssel? Die Templer fanden einen unter dem Palast des osmanischen Sultans. Bei den anderen wird ihnen wohl ihr kleines Buch behilflich sein. Welches Buch? Ein Tagebuch oder so. Der hässliche Hauptmann, er hat es bei sich, wohin er auch... Er will über Hässlichkeit urteilen. Geht ein. Sucht euch eine ehrliche Arbeit. Der hässliche Typ. Oh, ich würde gern von hier verschwinden. Aber diese Männer, sie töten mich, wenn ich gehe. Packt eure Sachen. Hey, ist euch aufgefallen, dass bislang alle Charaktere goldene Augen hatten? So, da steckt irgendein Programmierfehler dahinter. Und vor allem der hier hatte so eine hässlichen Glubschaugen. Aber was soll's. Hiermit will ich auch den ersten Part schon mal beenden. Wie versprochen, noch kurz ein paar Infos. Und zwar, außer der Abo-Box auf eurer Startseite stehen euch noch eine Playlist, die ich erstellt habe, und meine Facebook-Fanseite zur Verfügung, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Die Links zu den beiden findet ihr in der Videobeschreibung. Außerdem werde ich versuchen, das Spiel so toll wie möglich durchzuspielen, deswegen auch die volle Synchronisation zu schaffen. Das seht ihr gerade links im Bild. Das heißt, man muss eine Mission nicht so machen, wie man es gern hätte, sondern wie der echte Ezio zu seiner Zeit, um die volle Synchronisation zu bekommen. Und das werde ich meistens auch versuchen. Dabei kann es dann halt vorkommen, dass ich ein bisschen länger für eine Mission brauchen werde oder vielleicht sogar eine Mission wiederholen muss. Nehmt mir das bitte nicht übel. Es kommt ja auch euch zugute, wenn ich das Spiel so spiele, wie es gedacht ist. Und insofern würde ich mich wie immer über Bewertungen freuen. Über Kommentare, vor allem über Favorisierungen. Ne, wieso vor allem? Unter anderem über Favorisierungen. Wenn ihr das Video verbreiten würdet, es soll einfach jeder sehen, den ihr kennt. Eure Omas, eure Lehrer, eure Papster, eure Rabbiner, eure Freunde, wer auch immer. Verbreitet das Video. Und insofern danke fürs Zuschauen und reingehauen und wiederschauen. Bis zum nächsten Mal.